this is the first day in China. Freezing cold, people are really nice. Alter, da tippt er auch noch auf dem Handy rum mit einer Hand. Geiler Typ. Gestern waren wir in Peking, in Beijing. Und es war fantastisch. Sehr nette Leute. Großer Circle Pit. Und heute sind wir in Shanghai. Es regnet, aber die Laune ist gut. Second show. The Asia Tour, the first one, was fucking impressive and we're really excited about tonight. Last night we played a show in Shanghai and then we got picked up at 2 a.m. to the airport from Shanghai to Bangkok and from Bangkok now to Vientiane, and yeah, we're amazed. It's crazy right now here. It's just beautiful, super warm. We can go out in our shirts and yeah, it feels like vacation. The bad point is we don't have our guitars anymore. All right. Yeah, they're somewhere lost between Bangkok and here, but we hope to get them. Yeah. Guck, gute Neuigkeit, wir haben wieder getan. Und die Dame vom Schalter kommt zum Konzert. Es war auf jeden Fall eine abgefahrene Nacht gestern. Rekordshow nach 40 Stunden schlaflos auf die Bühne. Now I'm in front of Big Joe's noodle place, the best noodle place in Vientiane, Lao, and we had a pretty cool show yesterday night, and the motto of the party was drink till die, free beer. Okay, so we kind of did that, and right now we were dying, but you know, Big Joe's noodles, they put us back on track, and in a couple of minutes we'll be off to Bangkok. Pretty easy, and the mood is excelente. Vacuum down, it's killing me. Ah, der Gusta. Da haben wir tatsächlich gefühlt wie Rockstars, haben wir uns, als wir in Bangkok angekommen sind und dann von so einem Shuttlebus abgeholt worden, der auf Knopfdruck sich in eine fahrende Disco verwandelt hat, wo wir dann mega das drin gehört haben, voll abgefeiert haben. Das war großartig. Ich bin fertig. Ich bin fertig.
heute? Was ist gestern? Bangkok war super. Vorne bis hinten super. Groß, laut. Keine Ahnung, ich bin gerade nicht fähig zu reden. Kai hat gefragt, ob er mir ein bisschen Zucker mitbringen kann für meinen Kaffee. See, it's the highest tower in Japan. It's 636 meters. It's called Sky Tree. You know, you guys dust bowl in front of tower. You're dust bowl, and this is a ganz schöner Hügel. Yeah, and tonight bar. Beach, money. That was it. Last show. Arigato. Ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Absolut abgefahren. Irre, tolle Menschen getroffen. Wahnsinnig tolle Länder gesehen. Viele Dinge gesehen, die wir davor noch nicht gekannt haben. Viel Ungewöhnliches, aber auch sehr, sehr gutes Essen gegessen.
nicht geschlafen, viel geflogen. Und nein, aber das Wichtigste war, dass wir unfassbar coole Shows und super Konzerte hatten. Und die Leute mega enthusiastisch waren und sich riesig gefreut haben. Viele Leute haben echt lange gewartet, um uns, glaube ich, spielen zu sehen. Wir hatten alle drei Alben schon gekauft. Und, ja, herzerwärmend einfach die Leute zu sehen, dass die wahnsinnig Spaß hatten und die Show so genossen haben. Und mein persönliches Highlight wird wahrscheinlich Laos, weil ich davon am wenigsten wusste, vielleicht am wenigsten erwartet hatte. Aber total geflasht. Und jetzt hole ich mir eine Fanta. Schwer zu sagen, aber ich glaube, Tokio hat mich am meisten geflasht, weil die so viel Mühe sich gegeben haben mit dem Konzert und diese VIP-Gäste, und es war schon was Besonderes, wenn man so weit weg von zu Hause ist und dass Leute schon so lange gewartet haben.